Ich sitze zusammen für ein Interview mit dem Classic Bodybuilding Overall Champion der internationalen deutschen Meisterschaft, Andres Kempf. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe dich erst in Oberursel kennengelernt, aber in Oberursel bei der Hessenmeisterschaft war ich komplett begeistert. Ein Athlet, der alles mitbringt, Linie, Muskelmasse, Symmetrie, Muskelhärte und der verdient meiner Meinung nach heute den Gesamtsieg sich erkämpfen konnte. Wenn man so überhäuft wird von Emotionen und ich glaube, du hast auch ein riesen Feedback gehabt nach unserem Video von der Hessenmeisterschaft. Wie fühlt man sich dann, wenn es endlich bestätigt wurde und man dann wirklich gewonnen hat? Ja, erstmal vielen Dank für die Komplimente, das von jemandem wie dir zu hören, IFBB Pro, unglaublich. Das geht auch einher mit dem ganzen Feedback, was ich bekommen habe. Das war wirklich krass. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich bin nach Oberursel gefahren mit dem Ziel, mich für die Deutsche zu qualifizieren und habe gesagt, Top 3, Top 2 wäre schon geil. Dass ich da den Klassen- und Gesamtsieg mitnehme, das habe ich nie auf dem Schirm gehabt. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich denke, jeder Wettkampfathlet kennt es, dass man den Blick für sich selber, auf sich selber komplett verliert die letzten Wochen. Und es war ja auch noch so ein Hin und Her mit der Klasse, ob ich jetzt in der Classic Physik starte, ob es Classic Bodybuilding wird, was ich ja dann wirklich bei der Waage erst erfahren habe. Und das war unglaublich, das Feedback. Allein, dass Rep One auf mich aufmerksam wurde, das hätte ich mir nie träumen lassen. Auf Instagram, ich habe da nie groß irgendwie Arbeit reingesteckt oder geguckt, dass ich da so ein Profil aufbaue. Das kam alles jetzt so von selbst und ich bin wirklich überwältigt von dem Zuspruch. Klar war die Kür in Oberursel so ein Thema, wo viele gesagt haben, da muss er dran arbeiten. Habe ich versucht. Ich habe auch von ein paar Kampfrichtern gehört, dass es heute schon besser war. Klar, 6 Tage sind nicht viel Zeit und ich bin ja auch eigentlich noch ein Newcomer, also 4 Jahre Pause gehabt, damals als Junior was gemacht. Und ich habe da auch einen gewissen Druck gespürt, was ich gar nicht geplant hatte, nicht gewollt hatte, weil ich Angst hatte, überhaupt die Form nochmal zu bringen. Du hast es ja gesagt, ne? Mit dem Rebound und alles. Und dann habe ich tatsächlich 10 Kilo gelassen, von Montag auf Waage gestern, ja, 98 auf 88. Und ja, ich habe auch hier also, nicht damit gerechnet. Um das nochmal wiederzugeben für die Zuschauer, nach Oberursel ist dein Gewicht hochgeschossen? Von 90 auf 98. Ich habe es mir ja gut gehen lassen, durfte ich ja. Habe ich Wasser gezogen ohne Ende. Und dann habe ich Panik bekommen. Dann dachte ich natürlich, oh, jetzt muss ich die Form bringen. Die Leute sehen mich, werden auf mich aufmerksam. Da habe ich alles reingehangen, alles reingelegt und bin nochmal 2 Kilo tiefer gefallen. Dementsprechend scheiße ging es mir auch gestern. Also ich bin ja durchs Hotel gelaufen. Die Leute haben gesagt, jetzt lächeln mal. Und ich hatte wirklich Sorge, auch heute auf der Bühne überhaupt zu bestehen, nicht umzukippen, wegen dem tiefen Wasser jetzt. Aber es hat alles geklappt, ja. Du kommst jetzt so ein bisschen schüchtern rüber und als hättest du sehr viele Selbstzweifel. Ja. Kommt eigentlich gar nicht dem gleich, was man von dir auf der Bühne sieht. Auf der Bühne hast du sehr dominant ausgeschaut, auch dich sehr gut präsentiert. Aber im Kopf anscheinend war doch, ja, der größere Kampf, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin relativ bodenständig und versuche immer nicht das Maul groß aufzureißen oder so. Das wurde mir so von den Eltern auch immer beigebracht, immer lieber ein bisschen on the ground zu sein. Und ich denke, das schadet auch nie, weil hinterher freut man sich umso mehr. Auf der Bühne habe ich es dann versucht. Ich wollte auch diese ganzen Komplimente, die Vorschusslorbeeren, nicht zu nah an mich ranlassen, weil jeder weiß, hier sind auch ganz viele andere Gesamtsieger gewesen und die sahen alle Bombe aus und ich hatte auch wahnsinnig Respekt vor denen. Und auf der Bühne habe ich einfach versucht, für mich selber zu zeigen, ich kann das schon und schauen, was geht. Jetzt, nachdem du nochmal mehr Lob bekommen hast, denke mal, nach dem Wettkampf hier haben dich viele angesprochen. Wie wird die Zukunft aussehen? Wie soll es weitergehen? Hast du schon Pläne gemacht oder ist es jetzt noch komplett offen? Werden wir wieder 4 Jahre warten müssen, bis wir dich auf der Bühne sehen? Also Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Ich habe erstmal nur an das Essen heute Abend, ans Bankett gedacht. Jetzt denke ich wieder weiter bis morgen. Da gehen wir Sushi essen mit Freunden und Bekannten. All you can eat. Da freue ich mich am meisten drauf, weil ich bin jemand, der einfach wahnsinnig gern isst. Ich bin auch keiner, der jetzt das ganze Jahr Bodybuilding-Lifestyle 24/7. Ich finde, wenn man eine Diät macht, dann voll durchziehen, ohne Wenn und Aber.
Aber man muss es deswegen nicht komplett ins Unendliche treiben und dann auch unterm Weihnachtsbaum Kalorien zählen, zum Beispiel. Entschuldigung, dass ich ins Wort falle. Wenn du so ein Fresssack bist, ja, jetzt hattest du 88 Kilo Wettkampfgewicht, ja. Schießt es dann wirklich hoch bei dir? Bist du dann wie viel schwerer? Also Off-Season hatte ich jetzt immer so um die 105. Also ich habe mich oft schwer getan, überhaupt dreistellig zu werden. Das war immer so das Ziel. Energy Cake, wenn es immer geht. Aber ja, so 105 oder so. Ich bin so ein Wassertyp irgendwie, so ein Wassermensch. Ich halte wahnsinnig viel Wasser. One week out von der Hessen hatte ich noch 96 Kilo. Deswegen haben wir auch gedacht, ich muss in die Classic Physik. Genau. Aber ja, also ich bin jetzt auch kein Fresssack, aber ich liebe einfach Essen und auch gutes Essen. Aber verbrennt es ja scheinbar auch. Ja, schon. Also ich zu den Plänen. Ja. Wenn das Essen jetzt rum ist, sportlich gesehen, was können die Rev-1-Fans erwarten? Also ich lasse euch definitiv keine 4 Jahre warten nach dem Dankeschön. Zuspruch. Mal schauen. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht. Ich muss jetzt alles erstmal sacken lassen hier. Aber 4 Jahre werden es nicht. Also vielleicht eine schöne Off-Season, auch an der Qualität weiterarbeiten. Die Linie will ich auf jeden Fall behalten, aber da spielt mir auch die Genetik mit rein, denke ich. Da wäre auch mein Opa stolz, der war Metzger früher, lebt nicht mehr, aber das wird ihm auch gefallen, die Linie. Da schauen wir schon, dass es bleibt, aber 4 Jahre lasse ich euch nicht warten. Da bin ich jetzt auch zu heiß drauf, ganz ehrlich. Du hast jetzt die Elite Pro Card, werden das die nächsten Wettkämpfe sein, also dann definitiv international? Also ich muss ehrlich gestehen, ich habe kurz vor der Bühne erst erfahren, dass es diese Cards gibt, die Pro-Cards. Ich habe das Plakat gar nicht so genau gelesen. Und dann kam mein Coach, der Stani, und hat gemeint, ja, jetzt schauen wir mal, ob das klappt. Aber es kam jetzt auch noch niemand auf mich zu, deswegen, wegen der Pro-Card oder sowas, habe ich noch gar nicht dran gedacht. Aber wenn, dann natürlich was Internationales. Aber dann muss alles stimmen. Also dann stimmt auch das Posing und überhaupt und dann auch richtig. Ja, also wie gesagt, wenn ich was anfange, dann ziehe ich es auch voll durch. Also vom Body her hat auf jeden Fall alles gestimmt und die Kritik an deiner Kür war heute auch, da war nichts zu sehen. Also die Kür heute war super. Ich würde sagen, nein, war alles gut. War alles in allem, glaube ich, ein sehr gelungener Wettkampf von dir, ein verdienter Sieg. Und ich persönlich, als auch wir von Rep One, freuen uns natürlich, wenn wir möglichst bald wieder was von dir sehen. Und ich könnte mir schon vorstellen, von mir ist auch gerne schon nächstes Jahr international bei so einer Arnold Classics mal da den Andres ganz vorne zu sehen. Würde mir auch gefallen natürlich. Dann auch mit mehr Selbstbewusstsein, weil ich muss das alles erstmal auf mich wirken lassen, so diesen Zuspruch. Und dann schauen wir mal, was geht. Aber danke auf jeden Fall für deine Worte. Es freut mich unglaublich, sowas zu hören. Auch von den ganzen Rep One-Usern, überhaupt mal auf Rep One zu sein. Ich schaue das jedes Mal zum Mittagessen, wenn ich mir was koche oder sowas. Das ist mein Daily Shit. Und jetzt bin ich selber da drauf. Krass, wirklich. Auch ein Dank an Matze Busse, an alle. Super. Ja, mittendrin stand nur dabei. Und klar freuen wir uns, wenn wir so junge, aufstrebende Athleten wie dich haben, die so ein Potenzial haben. Davon lebt Bodybuilding, davon lebt Rep One. Und wir können uns natürlich nichts Schöneres vorstellen, als nächstes Jahr von irgendwelchen internationalen Meisterschaften zu berichten, wo wir deutsche Top-Athleten am Start haben. Ja, das sehe ich auch so. Und danke auch, dass ihr auch auf die Jüngeren kommt oder auf die Unbekannten. Fand ich jetzt auch cool, diesen Report über Oberursel, war wahnsinnig geil. Konnte man nämlich auch der Familie und den Freunden, die nicht dabei waren, auch zeigen, was Backstage so ging. Absolut cool, weil das ja sich schon unterscheidet von so einer IFBB-Pro-Meisterschaft. Ne? Ja, war echt cool. Danke. Dann sage ich auch Dankeschön, alles Gute für die Zukunft, bleib gesund und weiterhin so bescheiden. Es macht dich sehr sympathisch und alles Gute für die Zukunft. Dankeschön, vielen Dank. Danke Rep One, danke Matze. Gruß geht raus an alle Freunde, alle, die mich unterstützt haben, meine Mom, danke. Classic Bodybuilding Gesamtsieger, internationale deutsche Meisterschaft 2018, Andres Krempf. Dankeschön.